habe ich festgestellt, mein Handy ist weg. Habe ich mein Handy im Taxi liegen lassen. Das Handy liegt jetzt beim Taxifahrer, der hat sich telefonisch hier in der Rezeption gemeldet, in Inka. Und jetzt sitzen wir hier in der Buslinie 23, warten auf den Bus, fahren jetzt in den Hauptbahnhof und von dort mit dem Zug weiter nach Inka und hole mein Handy. Ein schöner Ausflug. Freunde, wir sind im Bus hier, im spanischen Regionalbus. Hier hinten ist so ein Geruckel, das sind schlechte, wir haben nichts getrunken, wir sind unterwassert. Statt wir uns mal ein Wasser gekauft hätte, sind wir einfach direkt auf den Bus eingestiegen. Jo Freunde, wir haben einen Burger King gefunden. Jo Freunde, wir melden uns hier aus dem Zug. Jo, jetzt sitzen wir hier gerade im Zug. Läuft bei uns Promotour nach Inka, mein Handy hole, weil ich es gestern verloren habe. Ich bin froh, wenn ich wieder daheim bin, Leute. Und zwar, wir sind hier angekommen in Inka. Hinter uns hier der Bahnhof. Komm mal schön ins Gesicht. Für deine Facebook-Fans. Genau. Gino! Wow! Yo, Freunde. Tag 4. Wir sitzen hier an der Bank zum Bus und das hat einen bestimmten Grund. Meine Stimme ist weg, ich habe auch Halsweh. Die Eskalationen hier sind einfach eskalierend. Tamara ist wieder besser drauf, ist wieder nüchtern. Und zwar habe ich gestern die Tamara mit dem Taxi gesucht. Haben wir sie dann nicht mehr gefunden, im Hotel habe ich sie dann wieder getroffen. Und dann habe ich festgestellt, mein Handy ist weg. Habe ich mein Handy im Taxi liegen lassen. Dann haben wir den ganzen Morgen hier überlegt, was wir machen. Und dann haben wir halt mein iPhone suchen gemacht in der App von ihrem Handy. Und auf einmal geht das Ding los und wir finden es. Und rennen wie zwei gestört durchs Hotel. Und wollen loswerden zum Handy eine halbe Stunde. Das Handy liegt jetzt beim Taxifahrer, der hat sich telefonisch hier in der Rezeption gemeldet, in Inka. Und jetzt sitzen wir hier in der Buslinie 23, warten auf den Bus, fahren jetzt in den Hauptbahnhof und von dort mit dem Zug weiter nach Inka und hole mein Handy. Ein schöner Ausflug. Lass mal ein bisschen was sehen. Na. Außer nur Sangria-Eimer und so. Das ist jetzt gerade momentan Stand der Dinge. Deswegen kann ich es auch leider nicht auf Facebook posten, weil ich habe kein Handy. Wir haben gestern super Videos gemacht und super Party gehabt, ehrlich. Den Big Brother Klaus und so, wir waren da. Haben wir getroffen. Der war ja auch da. Den haben wir ein bisschen geschwätzt. Ja. Der Bus da unten schon laden. Wenn ich jetzt da hingehe, dann ist der Bus nachher weggeschwächt. Ja. Da kommt auf jeden Fall irgendein Bus. Ich habe auch Durst, Freunde, mir tut der Hals so weh. Also, heute ist Sonntag, es sind noch zwei Tage und dann haben wir es geschafft. Sag ich nur, läuft bei dir. Wir melden uns nachher im Bus von Inka. Freunde, wir sind im Bus hier, im spanischen Regionalbus. Unser Lidia-Tagebuch läuft, ja. Hier hinten ist so ein Geruckel, das sind schlechte, wir haben nichts getrunken, wir sind unterwassert. Statt wir uns mal ein Wasser gekauft hätte, sind wir einfach direkt auf den Bus eingestiegen. Wir werden uns im Hauptbahnhof jetzt erstmal ein fettes Wasser finden. Das ohne 2 Liter. So true. So true. So motherfuck dem Gott. True, true, true. Den kann man noch. Bis nachher. Yo, Freunde, wir haben einen Burger King gefunden. Wir trinken jetzt erstmal was und essen was. Yo, Freunde, wir melden uns hier aus dem Zug. In der Unterwelt hier. Ich bin durch.
sitzen wir hier gerade im Zug. Läuft bei uns Promotour nach Inka, mein Handy hole, weil ich es gestern verloren habe. Zum Glück habe ich mein Handy wieder gefunden, geortet und der Typ hat sich gemeldet. Wohnt aber leider halt in Inka. Ist Taxifahrer, wohnt aber in Inka. Und wir fahren jetzt hier gerade mit dem Zug. Oh, da kommt ein anderer Zug. Jo. Gestern Morgen hatte ich gar keine Stimme mehr. Und jetzt geht es wieder ein bisschen mittlerweile. Denn hier schwitzt man sich einer ab. Ey, das ist abnormal. Tamilu kann gar nichts mehr heute. Okay, wow. Da ist der Boden kaputt. Ich bin froh, wenn ich wieder daheim bin, Leute. Da kann ich mich richtig rasieren. Da kann ich mich richtig duschen. Unsere Dusche ist so abfuck, da kommt kaum Wasser raus. Also wir biegen nachher nochmal. Jo Freunde, und zwar wir sind hier angekommen in Inka. Hinter uns hier der Bahnhof. Schöne Stadt, ja. Ah, ich liebe meine Kamera. So. Moment Freunde, ich hab's gleich. So, wir sind hier in Inka. Hier ist der Bahnhof. Hier gibt's Taxis. Und da der Inka. Zwar warte mir auf unseren Kollegen hier, der mir mein Handy bringt. Aber bisher noch nicht aufgetaucht ist. So, mal gespannt, wie es weitergeht. Ich zeige jetzt lieber mal Tamara, weil ich sehe richtig scheiße aus heute. Ja, ich sehe nicht besser aus, also. Ich fühle mich wie ausgekotzt, Mann. Komm mal schön ins Gesicht. Für deine Facebook-Fans. Genau. Hast du spezielle Grüße an deine Facebook-Freunde? Ich hab heute irgendwie gar nichts mehr zu sagen. Wir waren eigentlich, so, wir sind aufgestanden und direkt irgendwie gesagt, komm, wir fahren da direkt hin. Ja. Yo, Freunde, heute Tag 4. Wir haben uns gerade fertig gemacht. Wir waren heute den ganzen Tag am Pool chillen. Bombenwetter heute gewesen. Morgen, letzter Tag. Ich gönne mir jetzt erstmal hier einen Radler. Tami kommt gleich. Dann gehen wir auf Promotour mal wieder. Und dann sage ich schon, bis gleich.